bringt den Ball rein und da ist es! Perfekt! Love you! Die Nummer 7 gefällt mir auch, der ist sehr, sehr flink. Ey Leute, in diesem Video seht ihr das heftigste U12-Turnier der Welt, denn wir haben die besten Mannschaften aus 20 Nationen, insgesamt 72 Top-Teams beim Izmir Cup. Wie immer gibt es natürlich auch wieder Spieler aus der Community, aka der Kuba Crew. Lasst uns gerne ein Like da, vergesst nicht den Kanal kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und schreibt mir gerne, wo ich als nächstes hinkommen soll. Nun wünsche ich euch viel Spaß und ich würde sagen, wir sehen uns in der Hotel-Lobby in Izmir. So, Moment, auf jeden Fall, ich bin gerade dein Bruder hier gerannt. Was meinst du? Von Bayer Leverkusen? Bayer Leverkusen, ja, genau. Also dein Bruder spielt? Ja, genau, die ganze Mannschaft. Ah, und du spielst selber auch? Nein, ich nicht. Nein. Nicht bei Bayern. Okay. Und jetzt schon ein Video machen für dich, oder was? Nein, einfach, ich hätte jetzt einfach mit meinem Handy, dass ich dir das zeige. Ja, kein Problem, kein Problem. Ja? Warte, geht das zusammen? Hier mit zwei Eltern. Wo spielt ihr? Bei Leverkusen? Bayer Leverkusen, mit Andrew und Lorenzo. Alles gut. Spielst du morgen? Ja. Welche Nummer? Die Nummer 11. Nummer 11. Die Nummer 11. Gib Gas, eh? So, was geht ab, Mirette? Ich hoffe, dann geht's gut. Auf jeden Fall wunderschönen guten Morgen. Es ist aktuell, glaube ich, 8.40 Uhr oder so. Mein Bus war jetzt gerade, den habe ich jetzt gerade genommen. Und wir fahren jetzt zu der Trainingsanlage, wo die Turniere, sprich die Spiele dann sind. Um 9 Uhr fangen die ersten Spiele an. Und ja, Leute, wir fahren jetzt, glaube ich, so eine Viertelstunde in diesem Shuttle hier. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich, wenn wir da angekommen sind. So, mi gente, also, boah, das Ganze sieht sehr, sehr professionell aus, Leute. Digga, guck mal, mi gente, wie viele Leute hier einfach sind. Wow. Crazy. Digga, guck mal, mi gente, wie viele Menschen hier einfach schon sind. Da ist ja die Maschine, Junge. Ich will gar nicht wissen, wie du unter Strom bist. Ne? Ja, ich verrückt. Wo kann ich? Gibt es irgendwie so eine Medienstation oder so? Medienhaus, wo man. Nein. Guten Morgen. Jetzt nicht mehr M2 Cup, sondern Izmir Cup. Ja, hier. Ah, M2 Cup ist hier. Wie fühlen Sie sich? Gut, gut. Schönes Wetter. Ja, angespannt. Zeig mal die Hand. Wie zittrig? Eisernstahl. Sehr, sehr gut. Wo kann ich das Zeug hier ablassen? Press, hinten Press Area. Okay. Links geradeaus. Bruder, sieht krass aus, ne? So, mi gente, auf jeden Fall. Da ist er, ich hab ihn angesprochen. What's up, bro? All good? I did. Good, good, good. I'm gonna come later to you, yeah? Yeah, make a partner challenge. Das so, mi gente, auf jeden Fall. Ja, ich muss jetzt in die Media Area, weil ich muss jetzt meine Sachen da ablassen. Digga, wie viele Menschen einfach hier sind. Und gefühlt auf jedem Platz ist irgendetwas, Leute. Auf jedem Platz ist irgendetwas. Boah, da drüben ist gerade PSG. Leute, man weiß gar nicht wirklich, wo man hingeht. Man weiß es gar nicht wirklich, Leute. Ich lasse jetzt auf jeden Fall mal die Sachen ab. Und dann sehen wir uns gleich. So, Leute, ich bin gerade hier mit dem Mainz-Spieler. Was geht ab? Alles gut? Nur alle ne? Kuba folgen, ja. Mann, Leon Mann. Bin ich. So, noch schnell ein Bild hier hast du dann, was? Sehr gut. So, mir hinter auf jeden Fall Spieler von Chelsea. Auch am Start mit dem Trip. Okay, die zwei da, die sehen auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich aus. Leute, ich bin so hektisch, Digga. Das sind einfach 72 Mannschaften, Digga. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht wirklich. Ich weiß gar nicht wirklich, wo ich hinlaufen soll. Ich versuche mich jetzt gerade so ein bisschen zu orientieren. Hier kommt gerade die nächste Mannschaft hier, Leute. Ja, Leute. Volles Programm hier. So, wir gucken mal einfach richtig viele Schalke-Fans auf jeden Fall. Jetzt bitte die Schalke gegen Urla, Leute. Oh, Möglichkeit. Da vorbei. Boah, schön gemacht. Schöner Schussversuch. So, Ecke jetzt für Schalke. Knapp, knapp, knapp. Das erste Tor für die Schalker. 1:0, schöner Kopfball. Stark, stark gemacht. Philipp von Haaren hat er so ein bisschen Leroy Sané-Vibes. Schön gemacht. Schöner Kopfball da von den Schalker. Und das freut die Schalke-Fans da sehr. Die mitgereisten Eltern. Wirklich sehr, sehr viele.
So Leute, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen informiert. Also Schalke spielt jetzt hier gegen Urla. Leute, das ist so eine Mannschaft hier aus Izmir. Und ja, ist glaube ich jetzt nichts gegen die, aber ist mit einer der schwächsten Mannschaften vom Team. Und Schalke ist mittlerweile schon 2:0 in Führung. So, mi gente, auf jeden Fall Schalke gewinnt das Ding hier. Stark gemacht. Also haben auf jeden Fall ein paar sehr gute Talente in den Reihen. Jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir rüber auf den nächsten Platz. Das Cousin von mir und der Rolle. So Leute, auf jeden Fall, der Brain, das ist Lennart, der hat mir geschrieben gehabt, ich habe das komplett vergessen. Auf jeden Fall, ey, gutes Spiel, gutes erstes Spiel gemacht, weiter so. Wann habt ihr nächstes Spiel? 2:30 Ja, wann? 2:30 Okay, also ich nehme das auf, aber wenn ihr ein Tor macht, müsst ihr in die Kamera kommen und sehen. Ja, ja, ja. Wir müssen sehen. Kuba, ja, ich werde genügend früh, werde ich da sein. Kuba, okay. Weißt du auch? Ja, Leute, noch, folgt alle Kuba, ja, ist der Beste. Okay. Alle Leute, alle Kuba, alle. So, Mente, also wir haben jetzt das erste Spiel von den Münchner, Leute, U12 und da vorne ist er, Yusuf Ishani, Leute, glaub mir, sehr, sehr großes Talent, Leute, und natürlich auch in der Kuba-Crew am Start. Boah, schön gemacht von Yusuf, Leute, der Mann, der ist ein Baller. Paktakov. Okay, Leute, auf jeden Fall, Paktakov ist gerade die Mannschaft gegen Bayern, die hier spielt, Leute. Ist eine usbekistanische Mannschaft, also die Mannschaft hier aus Usbekistan gegen Bayern. Oh, Möglichkeit. So, also Leute, für mich das erste Mal, dass ich Yusuf Ishani hier auf dem Großfeld sehe. Ich finde, ich glaube, Flügel ist so eher so ein bisschen seine Position. Er spielt heute als Stürmer. Also ich vermisse so diese 1 gegen 1 Dinger. Mit reinziehen. So, Freistoßmöglichkeit für die Jungs aus Uzbekistan. Schöner Versuch da, aber gut geklärt vom Torwart. Yusuf! Oh, mach ihn! Oh nein, ups! Oh. Sehr, sehr schade, Mente. Da beinahe das erste Tor, aber komm, Yusuf, du machst das. Bayern, ich schaff das, vamos. So, Bayern auch viele Eltern da. So Leute, das erste Spiel zu Ende. Leider 0:0 aus Sicht der Bayern. Schade. Egal, kann passieren beim ersten Spiel. Weiter geht's, Jungs, Kopf. So Leute, also jetzt heißt es Ajax gegen Karabach, Leute. Die Jungs aus Aserbaidschan gegen die Holländer. Oh, schön gemacht. Oh, jetzt vielleicht die Kontermöglichkeit für Karabach. Boah, sehen wir die Sensation? Oh, yeah. Leute, ihr könnt hören da. Auf jeden Fall die mitgereisten Karabach-Fans. Eltern. Oh, 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 der Siebener kam was. Der Siebener kam was. Digga, auf den ersten Meter war er gerade richtig stark. Da ist er wieder am Ball. Oh, 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 oh. Kontermöglichkeit. Oh, ja, 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 ja. Knapp, knapp, knapp. Spannendes Spiel aber. Kranker Schuss auf jeden Fall da von dem Ajax-Spieler. Boah, der ist pfeilschnell, die Nummer 7. Und da ist er, das 1:0 für Ajax. Hab ihn ja vorher angesprochen gehabt. Sehr, sehr auffälliger Mann da. Nehme ich mal jetzt hier hinter dem Torwart von Karabach. Oh, und da ist das nächste Tor. Wieder. Boah, stark. Also Leute, die Nummer 7 fällt auf jeden Fall sehr, sehr auf, ist sehr schnell, vor allem auf den ersten paar Metern, sehr, sehr reaktionsschnell. So, mir hat das Spiel zu Ende, also Ajax gewinnt mit 2:0. Also mir hätte nicht so überraschend, aber Ajax konnte sich auf jeden Fall durchschlagen, 2:0 gegen Karabach und für uns geht es jetzt weiter mit einem Bundesligisten und zwar würde ich sagen, wir gucken jetzt an, Moment. Wir gucken uns jetzt an. Äh,
Wir gucken jetzt erst FC Köln an. Da ist, glaube ich, der Samuel ein Abonnent und viele Abonnente. Die spielen gegen... Spielt jetzt Köln gegen Kasım Pascha, Leute. Und bei den Kölnern sind auch ein paar Abonnente dabei. Also aktuell sind sie 2-0 in Führung. Jetzt ist er wieder da, der Zehner. Der kann was auf jeden Fall. Schön gespielt und da ist das nächste Tor. Das 3-0, stark ausgespielt. Nummer 10 gefällt mir sehr gut, sehr, sehr auffällig. Stark. Gut rausgespielt von den Kölner. Der guckt einfach mal die Location an mit Palmen, ein bisschen Bäume, schönes Wetter. Es ist einfach cool hier zu sein. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich das hier machen darf, Leute. Und ja, lasst sehr gerne ein Like da, kostenloses Abo, ihr wisst Bescheid. So, sehr, sehr stark gespielt. Der Zehner geht raus und eben jetzt der angesprochene Daniel geht jetzt rein. Eben auch schon länger ein Abonnent. Also aktuell 3-0 Köln. Und da war schon erstmal ein Ball. Ne, da ist er. Boah, schöner Pass. Gut durchgesteckt. Die Nummer 9. Aber fehlt da ein bisschen das Glück da, sich durchzutanken. Und da das nächste Tor. Also die Kölner sind on fire, Leute. Also mir jetzt auf jeden, ihr habt es gesehen, Köln, ja, technisch sehr, sehr stark, abschlussstark. Sehr cool, freut mich, weiter so. Boah, stark gemacht. Und dann ist das, glaube ich, dann auch schon das 5-0 der Kölner gegen Kasım Pascha. Sehr gut. Schön gemacht. Boah. Nummer 8er ist auf jeden Fall on fire. Also sehr, sehr gutes Spiel, sehr, sehr gutes Spiel gemacht, der Kölner. Gewinn hier verdient mit 5 oder glaube ich sogar 16, ich glaube 5-0. Ja, gutes Spiel gemacht. Auch von dem Abonnenten Daniel und allen hier. Hey, Arkadaşlar. Arkadaş, all good. How are you? All good, bro? Very nice. What do you say about tournament? Good, eh? So Leute, mit den Hertha-Jungs hier. Jungs, alles gut bei euch? Ja. Du hast mir, glaube ich, geschrieben, ne? Ja. Name nochmal? Giovanni. Giovanni. Ah, Giovanni. Giovanni, okay. Gegen wen habt ihr nächstes Spiel? Ich glaube, mit Valencia. Mein Alter. Eine türkische Mannschaft. Glück, Jungs, ne? Danke. So Leute, ich bin mein Bruder. Can vom Media Team, auf jeden Fall, Leute, er hat mir jetzt hier so einen Köfte besorgt. Vielen, vielen Dank. So Leute, doch nichts mit dir, ich probiere jetzt den Köfte. Schmeckt. Stunden sind vorbei, es ist immer sehr, sehr stressig auf so Turnieren. Ich muss mich erstmal orientieren, wer spielt wo, so viele Teams, so viele Leute. Ja, ich glaube, der Präsident und ein paar höhere Leute, die haben jetzt noch eine Ansprache oben. Und ja, ich dachte, ich zeige euch noch so ein bisschen, wie das hier aussieht. Event Location ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, wir haben da oben mehrere Plätze, da sind nochmal zwei, dann da auch zwei. Da waren wir jetzt beim letzten Spiel bei Bayern, dann da auch nochmal. Hier sind zwei. Unten ist nochmal ein Platz, wo auch Schalke war. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und ja, sehr, sehr nice Organisation. Yes. Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt beim nächsten Spiel. Was das für ein Spiel ist, das zeige ich euch. So, okay, Mente, nächstes Spiel für uns. Hertha BSC gegen Altay Izmir. Leute, ich bin gespannt. Von den Berlinern sind auf jeden Fall ein paar Abonnente. Ich weiß, dass Giovanni da, die Nummer 6. Also der 6er, wo die Nummer 9 trägt. Und auch ein paar andere. Schöne, schöne Grüße. Ja, schauen wir mal, was hier passieren wird. Schiri kommt auf die Glock. Hertha gegen Altay. Let's go. Mit dabei Giovanni. Und seine Hertha BSC. Oh, schön gemacht von Giovanni. Stark. Behauptet da den Ball. Boah, schön gespielt. Schieß doch. Oh, ja. Und da ist es, da ist es. Das erste Tor. Das erste Tor. Klasse, Junge. Oh, oh, super Laufweg. Aber entscheidet auf Abseits. So, Mente, Spiel ist zu Ende. Hertha gewinnt gegen Altay.
mit 2-0. Sehr, sehr starke Leistung. Weiter so. Also Leute, es geht hier los. Nächstes Spiel jetzt. Zenit St. Petersburg gegen Schalke 0 für den Konzern. Die Schalke-Eltern, Schalke-Fans hier sehr, sehr lautstark. Und jetzt also hier mit unter anderem Zuschauer aus der Kuba Crew, die Nummer 10, Nummer 6. Ja, viele, viele Nummern hier dabei, die aktive Kuba Crew. Und auch der 6er vorher sehr, sehr aufgefallen, auch im ersten Spiel. So, eine Schussmöglichkeit jetzt für den Schalker. Legt auf Lennart. Lennart bringt den Ball rein und da ist es! Perfekt! Lass die Jungs! Lass die Jungs! Sehr, sehr stark gemacht, Leute! Also, mir hätte die Vorarbeit von Lennart sehr, sehr stark reingeflankt und dann perfekt abgeschlossen. So muss das sein. Das sind die Kubanito-Abonnente. Vamos! Schalke gewinnt das Ding hier. Klasse Jux! GG Jux! Klasse Jux! Ja! So, mi Hente, also wieder gleiche Position, nun aber PSG gegen TS Galaxy. Versucht da einfach ein Elastico. Eieiei, also die PSG-Jungs auf jeden Fall on fire. Leute, und sie spielen gegen TS Galaxy eben. Das ist eine Mannschaft aus Südafrika, Leute. Also auch mal interessant hier zu sehen, was eine afrikanische Mannschaft hier drauf hat. Sie also in den roten Trikots. Boah, das müsste eigentlich Elfmeter geben. Nee, er sagt. Ja, ja. Ja, das ist stark gespielt. Das ist das starke Spiel von den Jungs aus Frankreich. So, Moment, das Spiel zu Ende. Also, man hat auf jeden Fall gesehen, dass vor allem die Nummer 4 da technisch und sowohl auch spielverständnismäßig auf jeden Fall was drauf haben. Das nächste Spiel der Bayern. Der macht ein super Spiel. Oh, Chance jetzt für die Bayern. Und da ist das erste Tor. Stark gemacht. Und das nächste Tor. 2-0 Bayern. Komm, Yusuf. Komm, Yusuf. Schade, schade, schade. Leute, und übrigens, er da, das ist am Franck Ribéry, sein Sohn, Leute. Boah, schöner Pass von Ribéry, sein Sohn, von Seif. Boah, und das muss Elfmeter geben. Das muss ganz klar Elfmeter geben. Schön eingeleitet von Seif Ribéry. Ja, und stark erhöhen da auf 3-0. Hübsch gemacht. So, mi Hente, also Bayern gewinnt das Ding hier mit 3-0. Stark, GG. So, mi Hente, ich würde sagen, das war auf jeden Fall das letzte Spiel. Bayern gewonnen nochmal. Und ja, war auf jeden Fall einen coolen Tag bislang. Coole Mannschaften gesehen. Schalke adressiert Hertha, Bayern, PSG. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns ein bisschen später. Ja, Leute, das ist krank, hä? Den kennen alle von jeder Mannschaft, ne? Mr. Worldwide. So, okay, mi Hente, auf jeden Fall das nächste Spiel von uns. Wir haben jetzt PSG, französischen Fußball gegen türkischen Fußball, Trabzon. So, wir haben es ja gestern auch gesehen. Die Nummer 4, der Kapitän, ganz, ganz ein interessanter Mann bei Paris. Hat er gestern auch das einzige Tor da geschossen. Offensiv fand ich die Jungs jetzt nicht über krass. Aber ja, vielleicht geht da heute ein bisschen mehr in der Offensive. Hoffen wir mal. Ja,
Und da ist er am Ball. So Leute, Nummer 7 gefällt mir auch. Der ist sehr, sehr flink. Und da ist er wieder. Der kommt immer sehr, sehr gefährlich mit Tempo nach vorne. Gefällt mir der Spieler. Schöner Turn. Oh. Oh, jetzt, ja, belohn dich. Oh. Alter, nicht das allzu spannende Spiel. 0:0 zwischen PSG und Trabzon. Leute, guckt euch mal das an, ne? So viele Mannschaften. Digga, guckt euch mal, wie voll einfach. Krank. Krank, krank, krank. But as well, we want to play good football and we want to be dominant. So, also Miente, unser erstes Spiel von Chelsea. Chelsea spielt gegen Altay. Also Miente, die Mannschaft hier aus Izmir. Mal gucken, wer hier das Ding gewinnen wird. Ich denke schon mal, dass es Chelsea sein wird. Boah, macht super Meter da, der Achter. Schön. Boah. Oh, zählt nicht. Abseits. Diskussion, Trainer ist nicht happy mit der Entscheidung. Oh! Mike, was war das bitte gerade für ein Schuss? Hä? Ich hatte voll Angst, jetzt trifft meine Kamera. So Leute, Linksfuß und der hat einen geilen Schuss. Digga, mir Hände, diese Kamera, Katastrophe, einfach Freistoßtor. Tut mir leid, dass ich mit dem Handy zeigen musste. Ja, auf jeden Fall krankes Freistoßtor. Chelsea gewinnt also somit 1:0. Welcome to Izmir Cup. What did you say? Like everyone from Germany knows because of the video. From Germany. Jeder kennt ihn jetzt. Sorry? Everyone knows you now? From German, all the players from German knows me really? Because of your video. Well, you're a nice guy, you know. Thank you very much. Thank you so much. Welcome. Thank you. So, Kimi Ente, eines der letzten Spiele, Gruppenspiele von den Schalkers. Ich spiele jetzt gegen Besiktas, Leute. Und wir wissen ja, dass da viele Abonnenten am Start sind. Unter anderem einer von ihnen ist die Nummer 15, der FA Khan in Schalke, Leute. Mal schauen, wer hier das Ding entscheiden wird. Schalke ja sehr, sehr weit vorne. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob sie auf Platz 2 sind momentan, aber sie haben auf jeden, glaube ich, aktuell 15 Punkte und ja, es läuft bislang auf jeden Fall sehr, sehr nach Plan. Schon gemacht. Oh, Schussmöglichkeit. Schöner Schussversuch da. Leute, Besiktas hat gerade das 1:0 geschossen und leider habe ich es nicht aufgenommen. Egal, jetzt Charakter zeigen, Jungs. Oh, oh, oh. Ja? Ja, komm, Junge! Ja, 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 ja! So, Mihente, schon jetzt der dritte Spieler, glaube ich, der verletzt ist. Der eine ist er hier da, dann da hinten liegt einer. Und dann da drüben ist auch nochmal einer, also Besiktas spielt schon sehr, sehr unfair. Ja. Boah, Schussmöglichkeit für Lennart. Oh, schade, schade. Schön versucht von Lennart. Da. Guter Schussversuch. Boah, hat er den noch? Ne, der ist zu lang. Oh. Oh. Eieieiei. Ich geh mal einfach ran. Chelsea! Einfach für Chelsea. Schussmöglichkeit. Oh!
Boah, stark gemacht von der Nummer 4. Oh, und da ist das Tor abgefälscht. Unglücklich. Sehr, sehr unglücklich. Also 1-0 für Valencia. Boah, Möglichkeit wieder, setzt sich super durch. Und da ist es. Da ist es. Oh, 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 oh. Ja, aber der ist so stark, Digga, diese Nummer 68. Digga, er versucht einfach aus der Distanz Freistoß zu schießen, der Typ ist verrückt. Also Leute, 1-1. Super Spiel wieder von der Nummer 8. Also, großes Talent da. Ey, geiles Tor hast du gemacht. Ich will auch nicht verschicken. Stark, stark, weiter so. Wie ist das denn hier? So, Mert, ich würde auf jeden Fall sagen, mit diesem letzten Spiel verabschiede ich mich von Tag Nummer 1 und 2, Leute. Morgen dann die finalen Spiele. Mike, was sagst du zum Tag? Ich war ja am Start. Egal, einfach nicht mehr. Egal, alles gut, alles gut. Tut mir leid, ist gut, ja. Bro. Okay, auf jeden Fall, Mihente, ich würde sagen, das war's vom heutigen Tag. Wir haben auf jeden Fall gesehen, was Chelsea drauf hat. Leute, liken, kommentieren, check Finelli ab, ihr wisst Bescheid. Beste Marke. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Dann, ja, von Tag Nummer 2, Finaltag. Ich würde sagen, mit Abstand, Chelsea hat einfach komplett abgerissen, Digga. Chelsea, ganz, ganz crazy. Schalke darf man aber auch nicht vergessen. Auch gut gespielt, die deutschen Mannschaften. Es wird spannend werden. Okay, Mensch, ich würde auf jeden Fall sagen, wisst Bescheid. Kanal abonnieren, liken und so weiter und so fort. Love you all.